Kellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kellner live. Willkommen zurück bei Kellner live, heute mit Peter Westenthaler. Hallo. Hallo und Josef Kapp. Schönen guten Abend. Starten wir als erstes mit den Politikergehältern. Da muss man ehrlicherweise sagen, letzte Woche haben Sie beide hier diese Diskussion losgetreten um die Politikergehälter. Am Wochenende hat sowohl die SPÖ in Form von Pamela Rendi-Wagner als auch die FPÖ in Form von Herbert Kickl gefordert, dass man die einfriert, die Politikergehälter, also keine 1,5% Lohnerhöhung nächstes Jahr. Jetzt muss man nur ehrlicherweise sagen, es kommt ein bisschen spät, diese Einsicht, weil am Freitag war die letzte Nationalratssitzung und am Samstag, Sonntag sagen dann plötzlich alle, frieren wir es ein. Ist nicht ganz optimal gelaufen, oder, von Seiten der Opposition? Na, von unserer Seite ist es idealtypisch gelaufen, ja, weil wir haben hier in dieser Sendung, das können wir uns auf unser Hundhüterl stecken, eigentlich das erst aufgedeckt in der Größenordnung, dass Politiker sich in einer Zeit, wo die Menschen nicht einmal mehr Geld zum Einkaufen haben, wo 800.000 Menschen in Arbeitslosigkeit oder in Kurzarbeit sind, wo die Menschen einfach nicht wissen, wie es wirklich weitergeht, zum Teil verzweifelt sind. Heute wieder eine neue Zahl. Jeder Zweite im Handel, also jeder Zweite Beschäftigte im Handel hat unmittelbare Existenzängste. Also da tut sich was im Land und in dieser Zeit kann man da nicht hergehen und kann sagen, wir erhöhen uns jetzt die Politikergehälter um ein paar tausend Euro. Das geht ja bis zu 5.000 fürs ganze Jahr 2021 beim Bundespräsidenten, 4.676 für den Herrn Kanzler Kurz, der jetzt dann plötzlich 22.500 Euro im Monat verdient. Das sind Fantasiezahlen für viele Österreicher. Ein Monatsgehalt eines Politikers, eines Kanzlers ist oft ein Jahresgehalt für einen durchschnittlichen Mitarbeiter. Also das sind Zahlen, wo es den Menschen da diese beiden Kabeln aus Wut hervordrückt, wenn sie das lesen in den Zeitungen. Daher haben wir das letzte Woche zu Recht thematisiert. Es hat eine Schrecksekunde gedauert von leider zwei Tagen, die umsonst ins Land gezogen sind, weil es war ja gerade national, aber man hätte ja den Antrag einbringen können. Wir haben das auch gefordert. Trotzdem bin ich jetzt froh, dass Herbert Kickl die parlamentarische Initiative ergriffen hat und gesagt hat, die Freiheitlichen werden einen solchen Antrag bei der ersten Sitzung im Jänner einbringen oder mit den Sozialdemokraten, denen mir noch besser gefallen, eine Sondersitzung machen, um dieses Thema zu behandeln. Das geht im Jänner auch noch. Also das muss nicht jetzt sein. Man kann es rückwirkend machen. Ja. Man kann es rückwirkend machen, nur ich höre nichts. Meine Ohren sind die letzten Stunden und Tage immer größer geworden, so ähnlich fast schon wie die von Kurz, weil ich höre nichts aus der ÖVP und aus den Grünen, die sonst immer dafür waren, höre ich auch nichts. Dort hat man es auf stumm geschaltet. Dort will man tatsächlich in einer Zeit wie dieser, wo es den Menschen schlecht geht, noch einmal ordentlich in den Steuertopf hineingreifen und um tausende Euro die Gehälter erhöhen. Und da kann ich nur sagen, es ist furchtbar. Wir haben Regierende, die sind an der Macht so abgehoben, dass sie gar nicht wissen, dass 5.000 Euro, wo sie sich jetzt mehr genehmigen fürs nächste Jahr, für einen Haushalt, für normalsterbliche Menschen in dem Land enorm viel Geld ist, noch dazu vor Weihnachten. Und daher kann ich nur appellieren und fordere auch ÖVP und Grüne auf, Sozialdemokraten und Freiheitlichen da zu folgen. Und das einzufrieren, das ist das Gebot der Stunde. Es hat auch mit Anstand zu tun, das hat nichts mit Neid zu tun. Es hat auch mit Anstand zu tun, den Menschen zu signalisieren, okay, wir machen das nicht, weil es einfach ohne Anstand wäre, wenn ich das jetzt in dieser Zeit der Krise mache. Wird das kommen? Wird das durchgehen? Können ÖVP und Grüne da überhaupt nicht mitziehen? Das geht überhaupt nur durch, wenn ÖVP und Grüne mitziehen, wenn man das gerade in der Frage formuliert. Man könnte sich das leisten, da nicht mitzuziehen? Ich möchte mal nur grundsätzlich was sagen. Also ich finde, es hat schon Situationen gegeben, wo die Nullrunde für Politiker nicht verständlich war. Das muss ich ehrlich sagen. Das war immer so, man hat sich oft die Frage gestellt, was ist der Politiker eigentlich wert? Nämlich, was haben die für Selbstwert empfinden? Ja? Wir haben insgesamt schon, glaube ich, 9 Nullrunden gehabt und das heißt, da war ich Klubobmann, du warst auch im Parlament und das hat bedeutet, dass die jetzt, also wenn der Nationalrat quasi derjenige ist, wo sie nach oben und nach unten alles berechnet, kriegen die 2.000 Euro im Monat weniger, ja, als sie bekommen hätten, wenn es diese Nullrunden nicht gegeben hätte. Ja. So, das ist das eine. Das andere ist, wenn es überhaupt jemals für eine Nullrunde eine Berechtigung gibt, dann in dem Moment, wo du fast 1 Million Arbeitslose, Kurzarbeit und Armutsbedrohung und so weiter hast. Symbolisch, real wird es für die Finanzierung dieser ganzen Krise natürlich kein relevanter Beitrag sein, aber es ist ein symbolischer, genau. Aus den Gründen, die du vorhin ja angeschnitten hast. Ich tät mir nur wohl erfüllen, wenn man in solchen Situationen nicht immer über die Politiker spricht, ja, machen wir. Wir haben es auch getan das letzte Mal. Aber es
lohnt sich auch darüber nachzudenken, was ist der Beitrag derer, die jetzt nicht um einen Arbeitsplatz kämpfen müssen, die super Einkommen haben, die super Konten haben. Spitzenmanager, oder was weiß ich, die oberste Kategorie. Und da muss ich ehrlich sagen, mit welchen Modellen auch immer, meistens landet man dann bei der Steuerpolitik, ja, also bei der berühmten, die Milliardäre zwicken, ja, und dort, dass sie einen Beitrag leisten. Wir haben zwar nicht so viel, aber immerhin, es war ergiebig. Ja. Oder die Supermillionäre. Also schon auch ein bisschen da ein Gleichgewicht zu haben. Also darauf würde ich schon Wert legen, dass man das sozusagen dabei berücksichtigt. Ansonsten... Jetzt kommen die Nullerrunde? Das, ehrlich gesagt, wir zwar haben an sich durchaus Begabung in prophetischen Ankündigungen und vieles, was wir gesagt haben, ist auch gekommen. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das so ist, weil im Moment schaut es so aus, wie man Türkis und Grün das einfach durchzieht. Und also, ich bin mir ganz sicher, dass es kommt. Die halten das einfach nicht aus. Wenn man sich ein bisschen anschaut, die Social-Media-Profile eines Herrn Kurz oder auch sonstiger, die werden dort gepfählt, ja, für das, dass sie das Geld einstecken. Dort geht es zu. Das sind tausende empörte Menschen. Und das hat nichts jetzt mit zu tun mit irgendwelchen Politbots oder irgendwelchen Fake-Profilen, die ja gern von der Kanzlerseite auf seiner, das ist ja interessant, auf seiner Seite, das ist einmal ein eigenes Kapitel, wie der dort mit Fake-Profilen arbeitet, um seine eigene Meinung durchzusetzen. Das ist ein eigenes Kapitel. Aber tausende Menschen sind, das hat einen Aufschrei gegeben, sind empört und immerhin haben wir nächstes Jahr nur eine Wahl. Also das ist ja auch nicht so weit weg. Wir haben die Oberösterreich-Wahl und das wäre ja alles Thema dann für FPÖ und SPÖ, das auch zu thematisieren. Also ich glaube nicht, dass das weder Grüne, die Grünen schon gar nicht, die immer so tun auf sozial und wir schauen nur ja nicht, dass die Politiker abgehoben sind und plötzlich sind sie verstummt. Die Frau Klupper, Frau Maurer, die jetzt 3.500 Euro mehr bekommt im nächsten Jahr, ist verstummt. Logisch, ist nett, kann man sich ein bisschen was kaufen um das Geld, muss man nicht im Armutsgelübde herumlaufen. Das kommt wieder zusammen im Gebet. Sobald Sozialdemokraten und Freiheitliche sich finden, das gemeinsam machen, wird es da wahrscheinlich sogar einen Allparteienantrag geben, weil das war bis jetzt, erinnert dich auch immer so, immer dann, wenn die Nullrunde gekommen ist, sind plötzlich alle anderen draufgesprungen, weil man sonst öffentlich getedert und am Stephansplatz aufgehängt wird von der Öffentlichkeit, um es überspitzt zu sagen. Das heißt, sie werden draufspringen müssen. Und das ist dann ein politischer Erfolg für Sozialdemokraten und Freiheitliche und den haben sie sehr verdient. Und vor allem für Wesenthal und Schappen. Und für uns als Ideengeber wieder mal. Ist ja nicht das erste Mal. Die Frage ist, werden die Bürgermeister oder sollen die Bürgermeister ausgeschlossen werden? Weil das ist richtig. Ja die Frage, die verdienen natürlich deutlich weniger. Da gibt es auch oftmals Probleme, überhaupt Bürgermeister zu finden. Kann man die überhaupt ausschließen? Vor zwei Jahren haben sie es gemacht. Ja? Aufgrund meiner doch etwas längeren Tätigkeit im Parlament habe ich einen Überblick, was wir alles gemacht haben. Das kann man machen, das hat man auch gemacht. Soll man das machen? Ja. Ehrlich gesagt, ich finde, die haben so einen harten Job. Es gibt so viele, die im politischen Bereich, im öffentlichen Bereich sind. Die Ehrenamtlichen sowieso. Ja, da kann ich nur den Hut heben. Aber es gibt so viele Mandatsträger, Funktionsträger, die also da meiner Auffassung nach echt benachteiligt sind. Und wenn man da vielleicht differenziert, was man schon einmal gemacht hat. Dann geht es ja um den kleinen Bürgermeister, muss man sagen. Da geht es nicht um einen Wiener Bürgermeister. Ja, klar. Es geht um den kleinen Bürgermeister. Da muss man eine Einschleifregelung machen, dass man sagt, die Statutarstädte weg, weil die verdienen schon mit Verlaub auch nicht so schlecht, die Bürgermeister der Statutarstädte. Aber natürlich die Bürgermeister von kleinen Landgemeinden, die jetzt seit Jahren möglicherweise keine Anpassung bekommen. Tag und Nacht im Einsatz. Die geht es aber auch nicht. Da ist auch nicht die Bevölkerung sauer deswegen. So, es geht darum, wenn sie ein Bundespräsident und ein Bundeskanzler zwischen 4.000 und 5.000 Euro aufschmeißen. Im Jahr, also, zusammengerechnet. Natürlich, im Jahr. Ja. Ich rede immer vom Jahr, aber ist ja wurscht, das ist trotzdem viel Geld. Ja. Und um die geht es, also nicht um kleine Landgemeinden. Ne? Kommen wir zum Thema Corona und zwar zur sogenannten Weihnachtsverordnung. Da ist ja gestern wieder mal eine Verordnung geleakt, die dann aber wieder nachgebessert wurde. Ursprünglich hieß es, man muss die Maske auch unterm Christbaum tragen, jetzt anscheinend doch nicht. Kennen Sie sich aus, was da jetzt gilt am 24., 25., 26., 31., was darf man nicht, mit wem darf man feiern? Ja, ich muss sagen, ich habe mit Interesse gelesen, auch in den Medien, wie diese Verordnung jetzt kommentiert wird. Und das ist eine richtige Verwirrstrategie. Also wer das gelesen hat, kennt sich einfach nicht aus. Und ich frage mich, wer schreibt diese Verordnungen? Ja, der Weihnachtsmann, der muss ziemlich verwirrt sein, weil wenn ich nicht eine Verordnung schreiben kann, die der Bürger und die Bürgerin in der heikelsten Zeit, der Zeit der größten Emotionalität, wo die Familien sich treffen, Oma,
Oma, Opa, alle wirklich, die sich lieben und die möglichst also nicht vorher eine Verordnung lesen müssen und sagen müssen, ja, warte mal, pass auf, da ist jetzt einmal am Weihnachtsabend, dürfen es 10 Stück sein aus 10 Haushalten. Wie geht das? Du hast Haushalte mit mehreren, die müssen dann verlosen. Jeweils einer darf dann zum Treffen der einsamen Herzen gehen. Oder was ist das dann? Also das ist ja unfassbar verrückt eigentlich, was da kommt. Und dann immer wieder der Versuch, da glaube ich manchmal, da sitzt vom Nehammer, aus der Nehammer-Umgebung, ein Mäuschen drüben beim Anschober und versucht dauernd was hineinzuschreiben, dass die Polizei, die arme Polizei, wir haben die beste Polizei der Welt, was die also machen müssen schon mittlerweile. Ja, das ist ja unfassbar. Und dass da vielleicht die Polizei demnächst anklopft, sagt, guten Tag, wir haben da vom Nachbarn gehört, bei Ihnen schaut es aber nicht gut aus. Ja, der eine ist blass, der andere viel zu nah beim Christbaum und überhaupt alles viel zu nah und mehr als 10 Leute. Welche Haushalte sind das? Ja, also das ist ja absurd. Wie soll das auch exekutiert werden? Also ich kann ja nur den Kopf schütteln und dann die Maskenpflicht, okay, also sie heben es dann auf in der Garage und in der Familie am 24. Da kannst du in der Garage rumhupfen ohne Maske. Aber Gnade dir, auch am 25. Es ist 0 Uhr, der 26. Oder sonst was. Und da bist du fällig. Dann kommt schon wieder wer und sagt, hallo, du hast die Maske an, es ist jetzt 0.30 Uhr und der 26. Dezember. Jetzt muss man sagen, wir lachen drüber, aber eigentlich ist das ja nicht traurig. Oder? Es ist traurig. Nein, das ist ja nichts. Das Schlimme daran ist, dass ja das schon im fortgesetzten Stadium ist. Wir kennen das ja nicht. In den letzten 9 Monaten vom Ostererlass. Ja. Sie schaffen es einfach nicht. Das muss man jetzt einmal zur Kenntnis nehmen. Sie bringen es nicht zusammen. Auch diese willkürlichen Zahlen, die da verordnet werden. 10 dürfen zu Weihnachten sein, 5 nur mehr zu Silvester. Warum dürfen es nicht 11, 9 oder 12 oder 14 sein? 6. Wer hat das jemals wissenschaftlich eigentlich verordnet, dass es genau diese 10 sein dürfen und nicht einer mehr? Wenn du eine Familie hast, wo genau 11 zum engsten Kreis gehören, kannst du Roulette spielen und einer scheidet aus, der darf dann nicht unterm Christbaum sitzen. Also völlig absurd. Und ich möchte zu etwas Grundsätzlichem kommen. Ich glaube, dass die Regierung als Gesamtes eines ihrer stärksten Assets, die sie am Beginn und auch davor, bei der ÖVP weiß man sie auch davor, hatte, verloren haben, nämlich die Kommunikation. Die Kommunikation ist sowas von widersprüchlich, in sich nicht schlüssig und verwirrend, natürlich, was diese Verordnungen anbelangt, aber auch alles andere. Wir kommen dann eher zu den Massentests, aber ich nehme es vorweg. Wie ist es möglich, dass sich Menschen mit Millionen Geldern über Inserate, Fernsehaufrufe, über ein tägliches Winseln und Betteln der Regierungsmitglieder vom Kurz, bitte geht's zu den Massentests hin, wie die Edith Klinger früher bei Wer will mich, und gleichzeitig fahre ich eine Kampagne, auch in Film, Funk und Fernsehen, nämlich das steht nur immer auf der Homepage, auf der Website des Bundeskanzlers, auch im Facebook, wo drauf steht: Verlassen Sie das Haus nicht, bleiben Sie zu Hause. Also was jetzt? Massentests oder zu Hause bleiben? Die haben die Übersicht verloren. Die haben einfach die Übersicht verloren über ihre eigene Kommunikation. Und jetzt kommt ja noch was Interessantes, zu dem wir heute auch noch kommen. Ich nehme es auch vorweg, zum Impfen. Je länger und je stärker diese Regierung jetzt kommuniziert, geht's impfen, desto deutlicher sinkt die Impfbereitschaft. Wir haben jetzt ein Sinken der Impfbereitschaft, weil diese Regierung kommuniziert, geht's impfen. Und das ist ja auch wieder so skurril. Wenn man zusammenfasst, diese Unfälle in der Kommunikation auf einem Satz, was Impfen und die Pandemie anbelangt, dann könnte ein gewiefter Mensch zum Schluss kommen. Und ich sage das jetzt überspitzt. Wir haben eine Impfung, die so sicher ist, wird kommuniziert, die so sicher ist, dass wir uns aber zwingen lassen müssen, hinzugehen und die Impfung zu nehmen. Es sind ja viele, die den Zwang wollen. Die ist so sicher, aber wir müssen uns zwingen lassen, hinzugehen gegen eine Krankheit, die so gefährlich ist, dass wir in Wahrheit testen gehen müssen, um überhaupt zu erfahren, dass wir es haben. Dieser Satz inkludiert eigentlich den gesamten Wirrwarr der Kommunikation, den keiner mehr auflösen kann. Das ist fast so schwierig wie die Verordnung. Ja, und deswegen geht da keiner, deswegen folgt auch, deswegen verliert diese Regierung an Vertrauen und es zieht keiner mehr mit.
bei den Tests, gefährlicherweise, möglicherweise auch bei den Impfungen, bei den Verordnungen sowieso. Ihr werdet noch schauen, was sich zum Beispiel am Silvester abspielen wird. Da kann sich der Herr Kurz und der Herr Anschober und gleich der Herr Schneehammer auch hinstellen am Stephansplatz und überall, wie da gefeiert werden. Na, selbstverständlich werden die Menschen Silvester feiern. Ich sage bloß dazu, sie sollen es auch feiern. Weil es wird endlich einmal Zeit, dass man aufhört mit den Einsperren, mit den Wegsperren, mit der Angst und Panik. Jetzt ist einmal die Zeit auch gekommen, wo einmal an einem Abend, an einem Tag die Bevölkerung die Möglichkeit haben soll, endlich einmal wieder mit ihren Familien und Freunden zu feiern. Warum denn nicht? Und ich sage euch, das wird nichts daran ändern, ob gefeiert wird oder nicht, dass wir im Jänner und Februar zu einem Lockdown kommen. Und aber nicht gefeiert wird, wird diese Regierung wieder einen Lockdown verordnen, weil das wieder in die Hecke gehen wird. Das liegt eh auf der Hand. Und daher bin ich halt der Meinung, wir brauchen überhaupt einen Strategiewechsel, aber das sage ich dann in der nächsten Woche. Aber jetzt sage ich dann noch was dazu. Ich bin immer derjenige gewesen, der den Anschober da verteidigt hat. Wirklich. Ich habe gesagt, nein, das hat keinen Sinn. Und so wird immer diskutiert, ob der noch weiter Minister ist und so weiter. Und zu Ostern hat es einmal schon einen Versuch gegeben, die Privatsphäre zu verletzen im Osterlass und so quasi die Wohnung an, schnüffeln, hineinschauen und so weiter. Das ist damals weggekommen. Der Anschober hat alle möglichen Schwure abgegeben. Nie wieder kommt es vor, nie wieder. Und was ist jetzt? Wieder eine Verordnung und wieder taucht eine Verordnung ist und wieder steht es drinnen. Und da muss ich dann ehrlich sagen, da gibt es nur mehr zwei Möglichkeiten. Entweder er lässt diese Verordnungen gleich dem Nehammer-Kabinett schreiben, oder er ist nicht imstande. Wobei das Nehammer-Kabinett behauptet, ja, das war das Gesundheitsministerium und Sie hätten die Grünen sogar zurückgepfiffen. Ja, genau. Ja. Wenn was daneben geht, schuld sind dann immer die anderen und Sie haben es eh immer schon gewusst, kenne ich aus der Koalition mit der ÖVP. Das ist eh klar. Das ist ein bestimmtes Schädel. Du wirst das auch kennen. Ja, schuld sind die Blauen, schuld sind die Roten, schuld ist nie die ÖVP. Das ist eigentlich schon ein Verfassungsartikel. Irgendwo in der Verfassung steht drinnen, erstens, die ÖVP muss immer in der Regierung sein und zweitens, sie hat immer recht und drittens, wenn Fehler passieren, weil es immer der Koalitionspartner, außer sie haben die absolute Mehrheit. Das ist denen ihre Verfassungsreform, die die ganz gerne mal machen würden. Ja? So, das hat mich irrsinnig geärgert, muss ich sagen, und jetzt ist bei mir ist es so, der Plafond erreicht. Ja? Also wenn einer so daneben liegt, ja, wie das bei Anschauer in diesen wirklich heiklen, wichtigen Grundrechtsfragen ist, dann mein Vertrauen hat er ehrlich gesagt nicht mehr. Ja. Und ansonsten... Das heißt, Sie sind jetzt mittlerweile auch der Meinung, der sucht jetzt recht. Ja, das ist einfach ein Witz. Also da hört es auf. Aber soll auf den dritten Versuch warten, bis das dann irgendwann einmal einrutscht. Die wollten das ja schon verteilen. Und dann geht noch der grüne Sprecher im Parlament aus. Entschuldigung, es war ein Fehler. Wie wenn es darum ging, ob er ein paar Bonbons fallen hätte lassen. Oder ob er, das ist ein, ich bin nach wie vor fast schon sprachlos, was bei mir selten vorkommt. Ja. Aber das ist etwas, da muss ich sagen, das geht nicht. Das Einzige, was ich gut finde, ist, dass man sich jetzt stärker um diese Pflegeheime, Altenbetreuung, Tests und so weiter kümmert. Aber wir haben alle die, wenn ich das auch schon vorwegnehmen darf, ja. Ich meine, so sagen, geht's testen, dafür kriegst du dann 50er. Ja. Ich meine, das ist ja einmalig. Es geht ja beim, das ist, abgesehen davon, dann allerdings müsste derjenige sagen, ich kriege einen 50er, sagen, na Moment, ich habe gehört vom Chap und vom Westenthaler, dass das Testen nur einen Sinn hat, wenn man es dreimal in der Woche macht. Ja. 150. Das wären dann 150. Das ist fast schon ein Geschäftsmodell. Ja, das ist ein Geschäftsmodell. Dann kann man mit mir reden. Also es schüttelt ja jeder den Kopf über diese Idee, wie wohl den Handel zu fördern, für das hätte er Schwäche, ja, das ist der Hintergrund. Aber in dem Zusammenhang bin ich wirklich dagegen und halte das für absurd. Vor allem, um das ein bisschen jetzt auch wieder mal ernst zu durchleuchten, was da gerade passiert. Kurz, und das muss man mal wirklich resümieren, Kurz ist mit seinen überdolpelten, über den überschnellen Ankündigungen der Massentests kapital gescheitert. Genau. Ein Bauchfleck sondergleichen. In Wien 14%, in ganz Österreich, was haben wir gehabt, 25%. Also furchtbar, die Leute, er glaubt, er schnippt im Fernsehen, in der Pressestunde und danach rennen alle. Und das funktioniert nicht mehr aufgrund des Vertrauensverlustes. Und was passiert jetzt nach diesem kapitalen Scheitern? Und ich muss schon langsam sagen, ich habe wirklich den Eindruck, nach den vergangenen Monaten, dieses Hin und Her, dieses Wirrwarr, auch von Kurz selber, ich glaube, er kann es einfach nicht. Er kann es nicht. Er hat die Erfahrung nicht, er war keinen einzigen Tag in einer Privatwirtschaft arbeiten, er hat keine Familie selber. Also warum auch? Er hat auch gar nicht die Empathie dafür, festzustellen, was es bedeutet, mit der Familie unter dem Weihnachtsbaum zu sitzen oder was es bedeutet, einmal ein Geschäft zuschließen zu müssen, 5-6 Wochen. Das weiß er nicht, weil er nicht weiß, was du... Das ist die eine Kritik. Und jetzt kommt die glorreiche Idee, wir kaufen uns die Politik. Wir eröffnen den Basar der österreichischen Innenpolitik, den türkis-grünen Basar. Das heißt,
Wenn in der Demokratie ich nicht mehr in der Lage bin, durch gute Argumente, die sie offenbar nicht haben, die Menschen zu bekommen, mitzunehmen und dass sie mir folgen, na dann kaufe ich mir die Meinung. Das ist jetzt die Demokratie. Das fängt jetzt einmal an und ich spiele jetzt ein Gedankenspiel durch. Ich kaufe mir an 50 Euro eine von der Bevölkerung nicht mitgetragene Testung. Wunderbar. Jeder kriegt 50 Euro. Zweite Stufe, ich kaufe mir um 100 Euro die von der Bevölkerung nicht mitgetragene Impfung. Super, Leute gehen impfen, 100 Euro, meine Meinung ist nicht durchgesetzt. Nächste Stufe, ich kaufe mir um 500 Euro einen Flüchtling. Das wollen die Leute auch nicht, nehmen keine Flüchtlinge auf. Dann gehen wir jeden an 500er, damit er einen Flüchtling aufnimmt. Und dann drauf gehen wir ihm noch einen Tausender, wenn er die nächsten Steuererhöhungen, die kommen werden aufgrund der Krise, auch noch mittragt. Will keiner, dann zahlen wir einer 1.000 Euro, sind es für die Steuererhöhung. Und am Schluss, als Draufgabe, geben wir ja jedem Haushalt noch 5.000 Euro für jeden nicht verhinderten Terroranschlag. Weil das ist auch schlecht für die Regierung, das wollen Leute auch nicht. Dann gehen wir, das ist der Basar, ist eröffnet. Der kurzkoglersche Basar in Türkei. Türkis und Grün ist eröffnet. Wir kaufen uns die Meinung der Menschen. Und jetzt frage die beiden, den Herrn Kurz und den Herrn Kogler, für wie blöd halten sie eigentlich die Menschen? Denn die werden den Spieß umdrehen. Na, selbstverständlich werden die hingehen, danke, aber sie werden es nicht mehr wählen, weil sie nicht mehr ernst zu nehmen sind, weil Politik nicht ein Kaufen von Meinungen ist, sondern ein Überzeugen von Inhalten. Wer hat den besseren Inhalt? Wer folgt? Und das verspielt derzeit Kurz, verspielt sein komplettes Vertrauen, das er sich aufgebaut hat. Und ich habe von dem Amelfüg gehalten, noch vor einem Jahr, eineinhalb Jahr. Der war gut, haben wir gedacht. Das ist ein neuer, frischer Wind. Und versagt in allen Linien im Moment. Das muss man jetzt wirklich einmal sagen, der Mann kann es nicht. Er kann es nicht und daher wäre es echt gescheit, wenn das ein anderer machen würde. Und vielleicht kommen wir jetzt einmal drauf, dass die Politik insgesamt versagt hat, in der Kommunikation, in der Bekämpfung der Krise. Wir sind jetzt nur mehr an 19. Stelle in ganz Europa, habe ich gehört. So, und lasst bitte mal vielleicht Experten ran und da einmal andere als bisher. Lasst einmal wirkliche Experten ran, die das erklären, die Menschen auch erklären, wie das mit der Impfung ist. Und zwar objektiv, Vorteile, Nachteile und jeder dann selbst entscheidet. Aber die gekaufte Politik hat in der Demokratie nichts verloren. Also das war jetzt ein bisschen viel, der Eintopf, den er da aufgezählt hat. Aber ich muss eins sagen, weil du gesagt hast, du kriegst 500 Euro für eine Steuererhöhung. Ich habe jetzt kurz nachgedacht. Bis jetzt war es immer so, eine Steuersenkung. Ja. Kommt faktisch dem gleich im Endeffekt, du zahlst weniger Steuern. Aber sie kaufen Summe, sie das ungeliebte Politik. Ja, ja, ich weiß schon, was du meinst. Schau, ich meine, man kann das jetzt nicht vermischen alles. Ja, also bis jetzt ist nur, ja, du kannst das, ich bin da dagegen, das jetzt alles in den Topf zu hauen, weil das sehr, sehr unterschiedlich ist und sehr viele Emotionen dabei sind. Aber schau, weil wir ein bisschen auch versuchen, das alles ein bisschen humorvoller auch zu diskutieren. Und ja, ist eine ernste Zeit. Aber was wirklich ernst ist, die Märkte sind bei den Menschen draußen auf der Straße, die da jetzt versuchen, das noch alles nachzuholen, ja, an Weihnachtsgefühlen, die wollen, die Familie will sich sehen, ja, und die wollen da nicht an Teststress, an Impfstress, an Maskenstress und so weiter. Es hat sich eh rumgesprochen, dass das verdammt hohe Zahlen noch immer sind. Ja. Knapp unter 3.000 täglicher Neuinfektionen, hängt wahrscheinlich ein bisschen mit den Massentests auch zusammen, aber trotzdem. Und da muss ich sagen, das ist etwas, wo viele, viele, viele ein Weihnachtsfest feiern können, weder in dem Umfeld und der Zusammensetzung, die ihrer Emotionalität und ihren Wünschen und ihren Gefühlen entspricht, noch materiell. Und das ist etwas, was ich sage, was mir auch die Regierung zu wenig zum Ausdruck bringt, auch wenn es irgendwie so die nette Dackelfalten, die politische, die Türkise oder die Grüne, das ist mir zu wenig. Ja. Und die machen das in einer so technokratischen, oft herzlosen, abgehobenen Sprache, damit komme ich in die Nähe von deiner Analyse, die du hast, sodass sich viele in der Bevölkerung fragen, haben die noch einen Bezug zu unserem Leben? Wissen die noch, wie wir zu leben haben, was wir für Probleme haben? Das wird bei vielen bei der Heizung anfangen. Das wird bei vielen, was betrifft das Essen. Das wird bei vielen betrifft, habe ich meinen Job überhaupt noch nach Weihnachten? Werde ich die Kurzarbeit noch länger haben oder wird es aufhören? Das sind so solche Probleme, die manche nicht haben, aber sehr, sehr viele in Österreich in einem Ausmaß wie noch nie da gewesen haben. Und das, glaube ich, sollte man genauso berücksichtigen. Und wie gesagt, also weil Weihnachten ist, es ist auch wichtig, dass wir zur Kenntnis nehmen, dass wir so ganz tolle Leute in den Spitälern, die Pfleger, die Ärzte, die Polizisten, die Feuerwehr, das ist alles so, das, was früher immer so abschätzig, der Staat,
ja, die Beamten, der öffentliche Dienst, und so weiter. Ja, 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 hakeln eh nichts, kassieren und so. Und das sind wirklich, also das glaube ich, gehört gerade zu weit besonders hervorgehoben. Aber die, wie du sagst und wie wir auch alle sagen, diese Berechnungen, die da teilweise aufgestellt werden, ich weiß nicht, es jedes Mal meldet sich ein Virologe und sagt, was der Virologe 2 Stunden vorher gesagt hat, das stimmt nicht ganz, es ist doch anders, bis der dritte Virologe kommt. Diese Verwirrstrategie, das möchte ich stört ja. mich. Ja. Und ich finde, das ist auch nicht in Ordnung und die Regierung stellt sie her, und weil wir das vorhin zu wenig ausgehört haben, letzter Satz, ja. Du hast zu Weihnachten Zähne aus 10 Haushalten und nicht zu Weihnachten, und zwar inklusive Kinder, und du hast ansonsten nicht zu Weihnachten 6 plus 6 Kinder. Das heißt, aus 2 Haushalten. Ja, das heißt aber aus 2 Haushalten. Aber im Endeffekt hast du eigentlich außerhalb von Weihnachten mehr als zu Weihnachten selber, wenn man das jetzt auf das schon zuspitzt. Ja? Und da muss ich sagen, ich verstehe das alles nicht. Ich bin der Meinung, man sollte das jetzt einfach. Ich verstehe überhaupt nicht, warum man überhaupt Sonderregelungen für Weihnachten trifft. Ja. Warum überhaupt? Also ich verstehe das ja. Mir geht das nicht ein. Weihnachten ist ja keine Feier der großen Partys. Das ist nicht so, sondern es ist ein Familienfest. Vorher schon gewesen, ohne Corona und auch mit Corona. Vielleicht sogar noch mehr. Das heißt, was glaubt diese Regierung eigentlich? Glaubt diese Regierung, wenn sie jetzt nicht verordnet, eine gewisse Zahl an Köpfen, und denen ist es ja wurscht, ob das Familienmitglieder nicht sind oder nicht, Köpfe. Es geht nur mehr um die Zahl der Köpfe, 10 Köpfe, 10 Personen. Das ist Technokratensprache. Das ist Technokratensprache. Da gibt er völlig recht. Da weht so ein kalter Wind mit. Es ist ja eh schon kalt nur draußen im Winter, aber es weht nur so ein kalter sozialer Wind mit. Da geht es um Menschen, da geht es ja nicht um irgendwelche Köpfe, es geht um Menschen, Familienmitglieder. Und glaubt diese Regierung echt, wenn sie keine Verordnung für Weihnachten trifft, dass sie dann im Haushalten 50 Leute treffen und dort das Haus umbauen zu einer Partyhütte? Das ist ein Familienfest. Und da hat die Regierung die Finger davon zu lassen und sagen, am 24., 25. ist Weihnachtsfeier, wir schaffen das miteinander. Jeder weiß mittlerweile, ich habe das aus dem eigenen Kreis. Meine Mutter sagt, sie wird eben nicht an einer größeren Familienfeier teilnehmen, sondern nachher mit uns alleine zusammensitzen. Wir teilen uns das ein, über Weihnachten den ganzen Tag durch, wer zusammenkommt. Wir teilen uns das irgendwie ein, dass nicht passiert, dass man sie ansteckt. Das denken eh alle. Es ist ja nicht so, dass die Menschen dumm sind. Und gerade die Älteren haben einen Respekt vor dieser Krankheit und wollen es nicht bekommen. Daher verstehe ich das auch nicht. Und jetzt komme ich noch zu deinen Experten. Da muss ich mal heute einen rausfischen, weil der geht mir schon lange auf die Nerven. Der heißt Popper. Das ist der mit diesem Vogelnest am Kopf. Ja? Der Herr Niki Popper, der für die Republik hier sogenannte Modellrechnungen macht und immer ausrechnet, wie viele Tote wir in fünf Monaten haben, wie viele Infektionszahlen. Und nach dem richtet sich die komplette Republik. Der Mann liegt ständig falsch. Ich rate jedem Zuseher, Google zu nehmen, den seinen Namen zu googeln und einmal anzuschauen, was der Mensch vom März bis heute alles schon gesagt hat. Da stellst du die Grausbirnen auf. Nur 2 Beispiele. Der hat am 4. März, da war gerade, ist gerade voll losgegangen alles, Höhepunkt und furchtbares Infektionsgeschehen, hat er gesagt, er geht davon aus, bereits am 4. März, dass 15% der Österreicher, 15% unwissentlich infiziert sind. Ich habe mir das ausgerechnet. Das heißt, 1,3 Millionen Österreicher, wenn es nach den Herrn Popper geht, waren schon im März infiziert. Tatsache ist, 9 Monate später, wir haben gerade einmal 350.000 Infizierte. Und wir haben in den allen Dunkelzifferstudien, die es gibt, 0,0 Anteile. Und wir haben in der größten Studie, die jetzt stattgefunden hat, obwohl es in die Hosen gegangen ist, genannt Massentest, von 2 Millionen Getesteten gerade einmal 0,2% positive, 4.000. Weit nicht einmal annähernd hat die Zahl gestimmt. Und dieser Herr Popper hat jetzt noch mehr Prognose gemacht, dann gebe ich schon Ruhe, ich habe nur 2 Beispiele rausgenommen, und hat am 2.12. prognostiziert, aufgrund des super Lockdowns, der da gerade läuft, wir brauchen uns keine Sorge machen, ab 14., hat er ein Datum genannt, ab 14.12. hat er zitiert, hat er gesagt, es wird einen deutlichen, einen markanten Knick nach unten geben. Einen markanten Knick. Heute haben wir den 16., bin ich da richtig informiert, den 16., 2 Tage später. Es gibt nicht nur keinen markanten Knick, sondern es plätschert weiter zwischen 2.000 und 3.000. Und dann hat er noch eins draufgelegt und hat gesagt, in den Weihnachtsfeiertagen werden wir nur einige 100 Infizierte haben und dann ist die Geschichte eigentlich wunderbar, alles aufgrund dieses Lockdowns. Trifft alles nicht ein. Wir werden keine paar 100 in den Weihnachtsfeiertagen haben. Es wird sich einpendeln, es wird auch wieder wachsen im Jänner. Auch das ist bekannt. Jetzt warnt aber schon wieder vor einem Anstieg.
Jetzt warnt er vor. Also die ändern ja ihre Meinung wie ein anderer die Unterhosen am Tag. Das ist ja wirklich furchtbar. Man sollte endlich diese austauschen. Man sollte Mathematiker und diese ganzen, wie nennt sich der? Simulationsforscher. Jetzt frage mich, was das ist. Es ist ja ein Prophet, der prognostiziert die Zukunft, liegt immer falsch. Und wird durch einen Sender nach dem anderen gereicht. Also tauscht es einmal auf und nehmt andere Experten. Das ist meine Idee. Und was ich aber sagen will, ist, wir brauchen einen Strategiewechsel. Wir wissen jetzt, in dieser ganzen Corona-Krise, die da jetzt seit 9 Monaten läuft, dass es nicht funktioniert, was diese Regierung da macht. Dieses Herumtaumeln zwischen aufsperren, zusperren, harter Lockdown, weicher Lockdown, harter Lockdown, das funktioniert nicht. Wir schaffen das nicht. Wir bringen die Infektionszahlen, sofern sie stimmen, das unterstelle ich jetzt einmal, weil da frage ich mich auch, wie das geht, wenn ich 2 Millionen Menschen teste, jetzt mit den Massentests, und habe dort 4.000 gerade einmal, 4.000 Positive, also 20 von 10.000. Aber wenn ich jeden Tag 20.000 Tests mache, habe ich 3.000. Wie geht denn das? Also ich habe täglich bei 20.000 Tests habe ich täglich 15% Infizierte. Aber wenn ich 2 Millionen, also eine wesentlich größere Stichprobe nehme, habe ich plötzlich nur mehr 0,2%. Also 4.000. Das funktioniert ja nicht. Das versteht ja kein Mensch mehr, was da passiert. Und da stellen sich dann viele Menschen schon die Frage, stimmen diese täglichen Zahlen, die uns da vorgaukeln überhaupt? Diese infizierten Zahlen von so und so viel Tausend? Fragen sich auch viele Menschen. Aber gehen wir davon aus, dass sie stimmen. Dann muss ich jetzt als Regierung endlich hergehen und sagen, okay, alles, was wir bis jetzt gemacht haben, ist schiefgegangen. Wir brauchen einen Strategiewechsel, dass wir endlich, und das appelliere ich, vielleicht schaut uns wieder wer zu, dass wir endlich einen Generationenschnitt machen in der Bekämpfung der Krise. Und zwar bis 60 und ab 60. Und alle Experten sagen, ab 60 ist es besonders gefährlich. Dann müssen wir in den nächsten Wochen und Monaten, wo das gefährlich werden kann, endlich dazu übergehen, noch stärker und noch deutlicher diese Generation 60+ zu schützen. Im Übrigen war es unsere Idee, hier mit den FFP2-Masken ihnen zu schicken. Die haben wir gehabt vor 5 Wochen. Vor 4 Wochen hat die Regierung mitgeteilt, sie macht das. Sie schickt jetzt jeden über 65-Jährigen 10 FFP2-Masken. Ich habe mit meiner Mutter und mit meiner Schwiegermutter telefoniert, sie haben es noch immer nicht gekriegt. Wo sind die? Warum schafft man es nicht, innerhalb von 3 bis 4 Wochen diese Masken zu versenden oder zu Weihnachten? Wieso stellt man nicht die gesamte Kampagne um? Dieses verfurchtbare Schützt du mich, schütze ich dich, das kein Mensch mehr hören kann. Stellen wir das um. Machen wir eine Kampagne für die 60-Plus-Generation, wo man den Menschen erklärt, du musst nicht weggesperrt werden, sondern du kannst selbstverständlich Menschen treffen, aber triff sie nicht mit 1, sondern mit 2 Meter Abstand und sprich mit ihnen nicht eine Stunde oder eine halbe Stunde in geschlossenen Räumen, sondern nur eine Viertelstunde. Das ist alles übrigens wenig Philosophie, und jetzt bringe ich es an den Punkt. Das heißt, lass mal die jüngeren und die mittlere Generation normal leben, weil wir werden mit diesem Virus und mit den Infektionszahlen leben müssen. Lassen wir sie arbeiten, lassen wir sie normal leben, lassen wir sie in ein Gasthaus gehen, lassen wir sie in Urlaub machen und schützen wir die ältere Generation so, dass dort keine Sterbefälle mehr gibt, weil bis in die Altenheime nur immer die tägliche Todeszahl 50% aus den Altenheimen. Und das funktioniert halt einfach nicht. Also die erste Frage, die ich mir stelle, ist, wir rennen alle mit der blauen Maske immer drum, bis irgendeiner im Fernsehen auftritt ist und gesagt, die schützt ja nur zu 10%. Wie misst der das eigentlich? Jeder Zehnte steckt mir an, die anderen meine nicht, weil die blaue Maske hat die Kraft nicht, dass sie mich über 10% schützt. Die FFP2-Masken, wo Sie behaupten, dass das die einzige ist, die wirklich eine Relevanz hat, frage ich mich, warum haben Sie es nicht früher gemacht? Richtig. Die war schon lange bekannt. 90% Schutz. Warum? Worauf haben Sie gewartet? Also die hätten, ja, gut, also das ist einmal das eine, die ganze Maskenstrategie ist daneben gegangen. Jetzt gibt es natürlich ein paar Geschäftemacher, die sagen, ich habe nur bessere Masken. Ja, das ist die dritte Generation quasi, also das ist die Gesamtverhüllung wahrscheinlich. So, okay, also ich bin dafür, dass man sich schützt, dass man Abstand hält, desinfiziert, Masken und so weiter. Aber da hat die Regierung auch in diesem Punkt nicht nur kommunikativ, sondern real versagt. Das Zweite ist, ich verstehe nicht, warum die Seilbahnen am 24. Dezember aufsperren, die von nicht vorher. Ich verstehe nicht das mit der Gastronomie, die sich wirklich monatelang vorbereitet haben, damit es dort so ist, dass man buchstäblich wirklich sich nicht anstecken kann. Ich verstehe es nicht bei den Hotels. Ja, ja, da mache ich die Bar halt zu, ja, und ist eh besser für die Leber und für alles. Ja. Und dann die genauso zusperren müssen. Also das ist etwas, und dann habe ich aber trotzdem, und das ist mein Hauptargument, jetzt haben sie die Hotels zugesperrt, jetzt haben sie die Gasthäuser zugesperrt, die Punschkübeln haben sie ausgeleert,
Alles weg und trotzdem ist 2600, 2700 ja. Infektionen. Weil dort kein Infektionsgefahr ist. Ja, sicher. Sperrt dort so, wo es nicht infiziert. Haben doch alle gesagt, dass da in Wahrheit jetzt teilweise diese Zielorientierung daneben gegangen ist, weil in den Bereichen, wo sie vermutet haben, dass was ist, war vorher nichts, ist nachher nichts. Und jetzt ist natürlich sowieso nichts, weil nichts ist. Ja? Das heißt, die haben die sogenannte Nichts-Nichts-Nichts-Strategie. Und da muss ich das sagen, da komme ich nicht mehr mit der wirtschaftlichen Argumentation. Also mir regt das grundsätzlich auch, was ich nicht mag, ist, wenn etwas unlogisch ist und wenn auch so eine Herrschaftsrhetorik oder Herrschaftsverhalten, also quasi teilweise wird mit den Österreichern umgegangen, wie wenn sie ungezogene Kinder waren. Ja? Und das stört mir wohl am meisten, ja? Weil da fühle ich mich betroffen. Ja? Also ich fühle mich überhaupt nicht als ungezogen, ja? Ich bin ja viel zu gezogen. Ja? Aber das ist jedenfalls... Kind sind Sie ja auch keins mehr. Ja, also es ist unter, man muss die Menschen aus der Pubertät bin ich schon draußen. Zitat, man muss die Menschen zu ihrem Glück zwingen. Ja, das ist im Moment das Motto der Regierung. Das ist es. Ja. Das ist es. Man muss sie quasi, man muss ihnen zeigen, wo der Gesundheitsbattle den Most holt. Ja. Und da muss ich sagen, das ist etwas, was dann viele gar nicht wollen, ja, weil sie sich so nicht behandeln lassen wollen. Und das finde ich, da verstehe ich, dass dann viele protestieren oder sich verweigern, aber trotzdem das Ziel ist, dass wir die Pandemie besiegen und dass der verschwindet, der verdammte Virus, das ist eh klar. Machen wir ganz kurze Werbepause und dann sprechen wir gleich weiter. Einerseits, Peter Wesner hat schon angesprochen, kommt ein weiterer Lockdown, Sie haben gesagt, Jänner, Februar, ist es vielleicht sogar schon über Weihnachten, wie er jetzt es Deutschland beispielsweise macht, und wir sprechen über die Impfung. Und was genau ist eigentlich mit dem Impfplan? Gibt es den? Kennen wir ihn noch nicht? Oder gibt es noch gar keinen Impfplan? Gleich mehr dazu nach einer kurzen Pause. Wellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Wellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Wellner live. Willkommen zurück bei Wellner live mit Peter Westenthaler. Hallo. Und Josef Czap. Herr Czap, würde gerne mit Ihnen beginnen. Deutschland hat seit heute wieder einen harten Lockdown. Also all das, was bei uns vor zwei Wochen geschlossen war, ist dort jetzt auch geschlossen. Und jetzt hat die Pamela Rendi-Wagner am Sonntag in der Pressestunde eine Weihnachtsruhe gefordert. Also sprich, zwischen Weihnachten und dem Feiertag um den 6. soll man alles runterfahren, den Handel schließen und generell sozusagen möglichst viel zu Hause sein, am besten gar nicht rausgehen. Was halten Sie davon? Ja, das ist sozusagen der Versuch, dass dann das Umtauschen der Geschenke, die nicht gepasst haben, zeitlich verschoben wird in den Jänner hinein. Ehrlich gesagt, ich bin immer schon dagegen gewesen, dass man diese Art von harten Lockdown macht, die die Regierung entwickelt hat. Ich bin ja auch nicht dafür, dass sie jetzt da vorschlägt, dass da eine Weihnachtsruhe geben soll. Ich glaube, die Weihnachtsruhe wird es sowieso geben, ja, weil die Menschen... Automatisch. Das, automatisch, ja, die Menschen haben das erkannt. Ja, die haben weniger Geld im Börsel. Ja, es ist einfach alles anders. Und die werden halt viel mehr spazieren gehen. Das wird hoffentlich... Das ist ja sehr der Gesundheit zuträglich. Die werden viel mehr Sport machen und das wird halt, und die werden die Familien in Etappen treffen. Du hast am 24. familiäres Treffen, am 25. zum Mittag und dann gibt es ein paar am 26. Ja, und naja, das ist dann im kleinen Kreis am 26. Ja. 6 plus aber, 6. Ja, genau, 6 plus 6, da müssen mehr Kinder dabei sein. Ja. So, das wird ungefähr so ablaufen und zu Silvester wird das auch anders sein und ich finde, da braucht man jetzt nicht nur extra den Handel auch noch behindern, sondern das soll schon diesen Einzelhandel weitergeben. Und ich würde eher sagen, dass man dann am 7. Jänner wirklich mit der Gastronomie aufsperrt, dass die das wirklich weiter was machen, was bewirken können und das dann wirklich auch in den Skiorten, weil die werden sich da was überlegt haben, es geht ja um ihre Existenz, um ihren Ruf. Wie organisiere ich einen Skiort, dass dort Ischgl 2 nicht mehr möglich ist? Diese Denkaufbau wird doch wohl dort zu lösen sein. Ansonsten, wenn die das nicht lösen können, können sie es zusperren. Das ist in der Tat wirklich so. Und jetzt haben sie ja schon gesagt, die Gondeln nur halb besetzen, hoffentlich nicht dann schneller fahren, dass die dann raushaut. Aber dass da jedenfalls versucht wird, etwas zu tun, höre ich schon und ist auch eine wesentliche Voraussetzung. Und wenn sie das nicht bessert, dann kann ich nur den Österreichern und Österreichern sagen, bitte nicht nach Deutschland fahren, ja? Nicht nach Bayern fahren. Dann lasse ich einmal den Söder in seinen eigenen Saft kochen da drüben, der dieser Reservekönig, da, dieser Faschingsprinz, glaubt, der kann uns da was vorschreiben. Ja? Das macht er schon die ganze Zeit, ja? Gerade dass er nicht mit seinen überdimensionierten bayerischen Finger da herumtut in der Luft. Also das mag ich sowas von gar nicht. Ich kann sagen, ich mag Bayern München nicht und ich mag den nicht. Ja? Und vor allem mag ich ihn deswegen nicht. Ja, der hat das mit ganz Österreich verschärft. Ja,
Ja, das ist ja wurscht. Aber es ist jedenfalls so, dass ich da sehr sensibel bin und dass ich glaube, dass man da versuchen sollte, das anders zu organisieren. Stichwort Weihnachtsruhe. Ich muss deshalb lachen, es ist eigentlich gar nicht zum Lachen, aber man muss einmal diese unglaubliche Weitsichtigkeit und das politische Geschick der Frau Rendi-Wagner wieder mal in den Vordergrund stellen. Denn es ist ja kein Fettnapf zu weit weg, dass er nicht mit kalter ganzer Kraft hineinspringt. Jetzt haben wir gerade einen Lockdown hinter uns. Der ist eh noch ein bisschen, aber der harte Lockdown ist hinter uns. Und die Regierung schafft es zumindest ein paar Tage lang, keinen weiteren Lockdown anzukündigen. Wer kommt um die Ecken? Die Rendi-Wagner sagt, wir brauchen einen Lockdown, wir brauchen einen Lockdown. Also dieses politische Gespür, mit dem möchte ich nicht Klavier spielen können. Also das ist wirklich furchtbar. Und sie hat aber eins, das muss man zugute halten, sie hat dann, wie sie es ausgesprochen hat, ein paar Tage später gemerkt, oh je, ich bin jetzt völlig allein mit der Forderung nach einem Lockdown. Es fordert schon die Oppositionsparteivorsitzende einen Lockdown. Jetzt hat sie mit Charme und Eleganz, das halte ich ihr zugute, versucht, dieses garstige Wort Lockdown anders umzutaufen und hat von Winterpause gesprochen. Das klingt besser, Winterpause oder Weihnachtsruhe. Ich glaube, dass dann, wenn dann im Jänner, in der ersten Woche, die neue Forderung von ihr nach einem Lockdown, wird es dann der Neujahrszauber sein, dass wir 3 Wochen im Jänner zusperren, der sozialdemokratische Neujahrszauber. Freunde, was ist denn mit der los? Wirklich wahr. Jetzt wäre doch da gewesen, um diese Regierung da durch Sonne und Mond zu schießen, was die alles aufführt und wie furchtbar, und so wie es wir hier machen. Und die sozialdemokratische Parteivorsitzende hat nichts anderes im Kopf, als zu fordern, Schulen zu sperren, Lockdown. Etwas, was sie vor wenigen Wochen noch kritisiert hat. Tut mir leid, da komme ich nicht mit. Es wird leider zu einem Lockdown kommen. Der wird sie deshalb nicht vermeiden lassen, weil diese Regierung noch in diesem alten System denkt. Und das lautet, sobald die Infektionszahlen steigen, braucht man einen Lockdown. Wie gesagt, wie ich vorher gesagt habe, aufsperren, zusperren. Das wird uns begleiten, solange es hier nicht ein vernünftiges Umdenken gibt. Und solange man nicht endlich einmal zur Auffassung gelangt, beginnen wir endlich einmal mit diesem Virus ist gleich Infektionszahlen zu leben. Und nehmen wir endlich einmal zur Kenntnis, dass 85% der Infizierten, auch von den täglich 3.000, 4.000, 5.000, nicht einmal Symptome haben und nicht krank werden. Und schaffen wir es, dass wir die keine Symptome haben und krank werden, endlich in ein normales Leben schicken. Lass mal die einkaufen gehen, lass mal die arbeiten gehen, lass mal die in ein Lokal gehen, lass mal die in ein Fußballstadion, wenn es sein muss, auch gehen. Und schützen wir diese 15%, die in Gefahr stehen, und das sind eben die ältere Generation plus 60, schützen wir die. Aber die sind auch nicht geschützt mit einem Lockdown, weil sie an den Lockdown mit Verlaub auch bald einmal niemand halten wird. Wissen wir, der zweite Lockdown, da hat sich im Prinzip kaum mehr wer dran gehalten. Die Straßen waren voll, die Autobahnen waren voll, weil die Autorität verloren gegangen ist und die Glaubwürdigkeit dieser Regierung. Das heißt, konzentrieren wir uns massiv auf den Schutz der älteren Generation, damit dort in den Pflegeheimen, dort darf ja keiner mehr hineingehen, der nicht vorher getestet worden ist. Ich verstehe das nicht. Wir haben heute wieder 118 Tote, glaube ich, davon 50% aus den Pflegeheimen. Ja, wie kann überhaupt sowas passieren? Wie kann es denn nach 9 Monaten dieser Pandemie sein, dass überhaupt nur ein einziger Mensch eine Schwelle zu einem Pflege- und Altenheim betritt, der nicht getestet worden ist vorher? Das kann es ja nicht sein. Und dann brauche ich übrigens auch nicht diese strengen Besuchsvorschriften. Dann können auch zu Weihnachten dort zu pflegende und ältere Menschen von ihren Verwandten besucht werden, wenn die vorher getestet werden, bevor sie da reingehen. Wenn das Personal getestet wird, wenn die Pfleger getestet wird. Das hat man verabsäumt und das ist das große Problem. Und solange das Problem nicht gelöst wird, dass wir diese Generation schützen und solange wir nicht zur Kenntnis nehmen, dass dieses ständige Auf- und Zusperren nichts bringt und dass wir die Bevölkerung, die nicht betroffen ist, normal leben lassen, solange werden wir das erleben und solange werden wir unsere Wirtschaft gegen die Wand fahren. Ich finde das wirklich schockierend. Also die vielen Toten und alle 24 Stunden gibt es diesen Bericht. Und ehrlich gesagt, ich habe das aber in Schweden auch nicht verstanden. Ja? Und jetzt haben die echte Probleme mittlerweile. Ja? Das ist doch der Hauptpunkt, dass ich bei den Gefährdeten die Schutzmaßnahmen primär und lückenlos ansetze. Und das ist das, wo ich einfach, und die gesamte Bevölkerung ist im Lockdown, aber die am meisten gefährdet sind. Ja? Es werden die sollte es einmal eine Impfstrategie geben, ja? Sollte es sie geben, sollte es eine Infrastruktur für diese Umsetzung der Impfungen geben, werden wir mal sehen, ob es das gibt, ja? Dann sind es natürlich die Ersten, die zu schützen sind, auch mit dieser Impfstrategie, damit man wirklich verhindern, dass aber freiwillig.
dass diese Todeszahlen in diesem Ausmaß weitergehen. Am besten gar keine Toten, ist ja völlig klar. Und jetzt möchte ich zu Rendi Wagner was sagen. Schau, die hat als Ärztin einen Ruf zu verlieren, wenn sie sich da in irgendwelche Sachen einlässt. Muss sie entscheiden. Nein, die hat als Parteivorsitzende der SPÖ hat eine große Palette an Themen. Ja? Soziale Gerechtigkeit, mehr für die längere Kurzarbeit, mehr für die Kurzarbeit, alles Mögliche. Das sind breite Themen. Und dann gibt es Themen, die ihren beruflichen Bereich berühren. Und das ist die gesamte Corona-Debatte. Und da agiert sie nach ihrem Wissen und Gewissen. Und das ist als Ärztin auch verpflichtet. Ja? Die kann da nicht irgendwas dort sein. Und das ist für sie das Motiv, dass sie das so sagt, wie sie es sagt. Ich bin kein Arzt, ja. Ich tue das anders bewerten, ich brauche eine andere Einschätzung. Aber sie hat natürlich das Fachwissen, sie ist auch Virologin, sie kennt sich da aus und sie sagt das so. Und das würde ich schon anregen, dass man das respektiert, naja, dass sie da in diesem Bereich so argumentiert. Das kann ja nicht heißen, jetzt gebe ich dir recht, wenn es nur so wäre. Das Problem ist ja nur, dass sie ihre Meinung ja wöchentlich ändert und anpasst. Es gibt ein Video, das geht viral über YouTube, überall, wo sie noch im Frühjahr sagt, Masken sind völlig sinnlos und bringen nichts. Und ein paar Wochen später sagt sie, sie sollen alle Masken tragen. Oder aus der Vergangenheit, in den letzten paar Wochen, und da habe ich sie wirklich bewundert, sie hat einen heroischen Kampf dafür geführt, dass die Schulen nicht zugesperrt werden. Ich bin heute noch immer dafür, dass das so sein soll. Was fordert sie jetzt, Schulen zusperren? Wobei die Schulen, glaube ich, sind die Handelsschließung jetzt gefordert. Die Schulen. Nein, sie machen einen Lockdown. Es soll jetzt die Weihnachtsruhe, so habe ich verstanden, soll alles runtergefahren werden. Ferien verlängert werden. Ja. Und es geht schon um eine stringente Linie. Sollte man der Frau mal, vielleicht kannst du das machen, ihr mal ausrichten, dass sie nicht in der Regierung ist, sondern in der Opposition und daher eigentlich nicht die Aufgabe hat, den ganzen Unfug, den diese Regierung macht, einfach abzunicken und mitzumachen, sondern eigentlich die Aufgabe hätte, bessere Lösungsvorschläge zu machen, die sie aber nicht bringt. Weil sie wiederholt ja nur das, was die Regierung sagt. Und das ist das, was mir ein bisschen stört. Bei aller Expertise, die sie haben möge, ich sage ja nur immer, sie wäre perfekte Gesundheitsministerin, besser als der Anschubener allerweil. Nur ist halt im Moment nicht die Diskussion. Vielleicht kommt sie Anfang des nächsten Jahres, vielleicht haben wir einen Wechsel. Aber weil du sagst, die Strategie, natürlich fehlt eine Strategie. Wir haben heute so viele unbeantwortete Fragen, auch was die ganze Impferei, die da jetzt auf uns zukommt, anbelangt. Ich habe heute von den Deutschen erfahren, die führen jetzt einen App ein, und zwar nicht so einen windigen App vom Herrn Weihnachtsmann aus dem Roten Kreuz, der Herr, wie heißt der? Der will da wieder alle, dass die alle abgeladen, wie man weiß, wo alle sind, nein, das nicht, sondern es kommt ein App, wo jemand, der geimpft worden ist, dort amtlich bekannt geben kann, wenn er Nebenwirkungen hat. Das Ganze hat zwei Effekte. Erstens einmal, man kommt wirklich drauf, hat das Ding jetzt Nebenwirkungen oder nicht? Da gibt es ja verschiedene Ansichten. Und zweitens, wenn es Nebenwirkungen gibt, welche? Und das könnte unter Umständen sogar für die Impfung sprechen. Da bin ich jetzt nicht der Sprecher der Impfgegner, sondern wenn man das macht, wenn ich eine digitale Auswertung mache der Nebenwirkungen, kommt drauf, es ist vielleicht gar nicht so schlimm, dann könnte das was bewirken in Richtung für die Impfung. Oder, lass mich mal einen Punkt sagen, unbeantwortete Frage, was ist mit den bis heute 350.000 Infizierten, übrigens weniger wie mehr mittlerweile wie in Schweden? Schweden hat weniger Infizierte im gesamten Verlauf der Pandemie wie Österreich. Wir haben die Schweden überholt. Die stehen bei 320.000, wir bei 350.000. Wie viele Tote haben sie? Die Toten haben sie aber aufgrund des Frühjahrs in den Pflegenheimen. Wenn du die Todesanzahl von August bis jetzt misst, haben wir bei Weitem mehr Todesfälle wie die Schweden. Das sollten wir auch mal anschauen. Also das ist auch interessant, was da die Schweden richtig machen. Die haben ja in den ganzen 9 Monaten keinen einzigen Lockdown gehabt. Aber alles offen. Schulen, Handel, Gastro, alles offen. Egal, ist jetzt nicht das Thema. Aber was passiert eigentlich mit den 350.000, die diese Krankheit schon durchgemacht haben und die laut letzten aktuellen Expertisen und Studien immun sind, und zwar für längere Zeit? Warum nutzt man das nicht? Warum müssen eigentlich die bereits immun sind, aufgrund der Durchlebung der Krankheit, sich nach wie vor an diese strengen Maßnahmen halten, wenn sie gar nicht mehr jemanden infizieren können? Sie können das Ding nicht mehr bekommen. Das ist die Wahrheit. Es gibt keine Antwort. Ich weiß, ob sie es weitergeben können. Also nach den letzten Innsbrucker Studien, nein, weil sie es nicht mehr bekommen können. Ja, aber Studie von der Innsbruck. Sie können sich nicht mehr infizieren. Das ist ja noch viel besser. Und jetzt kommt der Punkt. Das ist ja noch viel besser wie die Impfung. Angeblich, laut den letzten Studien, bin nur Konsument und hänge im Internet sehr lang, viele Stunden, ist es so, dass jemand, der bereits infiziert war, auch nicht mehr infiziert werden kann. Das heißt, du hast einen fortgeschrittenen Schutz als bei der Impfung. Wirst du geimpft, kannst du sehr wohl noch infiziert werden, aber du hast nicht mehr so einen starken Verlauf. Und diese Fragen sind offen. Übrigens auch in der Nachbetrachtung der Impfung. Wenn du heute geimpft wirst,
da muss irgendwas passieren. Wenn du dann einen Schutz hast, dann musst ja du irgendeinen Benefit bekommen. Das heißt, muss ich dann nur immer überall Masken tragen, wenn ich schon geimpft bin, oder vielleicht doch nur in den Apotheken und Krankenhäusern. Das heißt, das wäre mein Zugang zu sagen, impft sich jemand und ist damit geschützt, plus die Gruppe, die bereits immun ist, denen gönne ich Erleichterungen, aber doch nicht kaufen von Meinung und möglicherweise, und das ist der absolute Wahnsinn vom Herrn Schützenhofer, den habe ich auch anders eingeschätzt, das ist wirklich furchtbar, dass sich da ein Landesfürst hinstellt und sagt, die Menschen kehren gezwungen zu der Impfung. Peter, also das geht ja nicht. Peter, wie endet das dann? Wenn ich das zu Ende denke, heißt das, jeder von uns hat da oben was picken. Der eine hat picken, ich bin schon geimpft, der andere hat da picken, ich habe es hinter mir und ich bin jetzt immun. Es gibt unterschiedliche Studien. Manche sagen, man ist eine gewisse Zeit immun, manche sagen, man ist für immer immun, das ist noch ziemlich offen. Also da war ich vorsichtig. Also dieses Kennzeichnen. Aber was die App betrifft und was mich beschäftigt, als einer, der möglicherweise sich auch impfen lassen wird, ist, welche Nebenwirkungen. Ja. Also das interessiert mich schon, das interessiert alle. Die Medien schreiben auch jetzt über mögliche Nebenwirkungen, die allfällig auftreten können. Die man aber bei fast allen Impfungen hat. Die hat man bei fast allen Impfungen hat und hat man einen zweiten Durchgang bei den Impfungen. Nein, ich bin jetzt nicht dagegen. Ja, ich sage nur, es ist klug, dass man da nicht wieder irgendwelche geheimnisvollen Dinge entstehen lässt, ja, sondern dass man das auch wirklich darstellt. Schau, und impfen lässt dich, oder die Schutzmaßnahmen machst du ja nicht nur wegen dir, die machst du auch für deine Umwelt, für die Mitmenschen, damit die nicht da Schaden nehmen oder gar noch infiziert werden, weil du nicht weißt, was das hast und so weiter und so fort. Aber das, was ich im Radio, übrigens in euren Radio Austria, habe ich gehört, dass es jetzt eine technische Einrichtung geben soll für die Passanten, also für die Menschen auf der Straße, die, wenn man zu nahe kommt, also wenn man sozusagen unter 1,5 Meter oder 1 Meter ist, fängt es zum Piepsen an. Das heißt, du bist in einem Geschäft und es steht dir, da piepst das ganze Land. Das ist nicht so gut. Das ist ein Massenpiepsen, was du dann hast. Also ich finde diese Idee, man lässt es piepsen. Ja. Das heißt, in dem Fall bin ich mir schon gar nicht mehr sicher, wenn ich jetzt rüberrücken würde, täte man schon beide piepsen. Ja. Also ich finde, das ist ein Wahnsinn. Also da gibt es auch dann Übertriebene. Ich glaube, dass da noch sehr viel Innovation geben wird. Davon bin ich überzeugt. Ja, ganze Industrie. Außerdem glaube ich, der Gamechanger für mich wird nicht die Impfung. Das glaube ich nicht, weil die Impfung nur einen begrenzten Schutz bieten wird. Wissen wir mittlerweile. Das ist das Einzige, was wir wirklich wissen, ist, dass du kriegst nicht die Impfung und kannst nie wieder Corona kriegen. Stimmt einfach nicht. Für mich wird der Gamechanger das Medikament. Und da wird viel zu wenig publiziert, Gott sei Dank bei euch viel. Heute im Insider, Doppelseite. Ich glaube, dass die schon viel weiter sind, als alle wissen. Und dass dieses Medikament das entscheidende Beenden der Pandemie und nicht die Impfung sein wird. Denn was heißt das? Ich muss mich gar nicht impfen lassen. Rosenspray zum Beispiel. Wenn ich Symptome kriege oder wenn ich weiß, ich habe das Ding, haue ich mir das Pulver ein und das war's. Das wird die entscheidende Innovation werden. Nicht so sehr die Impfung, weil ich nach wie vor glaube, dass wir eine enorme Impfskepsis im Land haben. Je mehr die Regierung kommuniziert, wird die Impfskepsis noch höher, weil sie es nicht kennen und weil sie auch nicht in der Lage sind, eine objektive Information zu geben, weil die Menschen schon wieder den Eindruck haben, wir werden da in was hineingedrängt. Und wenn noch ein paar Landeshauptleute kommen und sagen, Impfzwang, werden sie noch ein paar abwenden. Es ist einfach so. Das wollen die Leute nicht haben. Und dann muss ich noch sagen, es ist leider nicht so. Es gab selbstverständlich in der Geschichte, auch in der Gesundheitsgeschichte, zumindest 2 weltweit bekannte Fälle von Zulassungen, die völlig in die Hosen gegangen sind. Das war Contergan, das berühmte Schlafmittel für... Das war aber keine Impfung, muss man sagen. Nein, das war ein Medikament. Aber ging durch alle damals befindlichen Zensuren durch und wurde als harmlos den schwangeren Frauen gegeben. Was rausgekommen ist, kann man nachlesen. Und natürlich die Schweinegrippeimpfung. Entschuldigung, das war eine Impfung. Schweinegrippe 2009, Gott sei Dank bei uns nicht so verbreitet, hauptsächlich in Nordeuropa, Skandinavien. Dort wurden Millionen Menschen geimpft und es gab enorme Impfschäden. Der berühmteste Impfschaden, vor allem an jungen Menschen, war die Narkolepsie, die Schlafkrankheit. Und zwar unheilbar, die hast du dein ganzes Leben. Damit, die Impfung wurde übrigens zurückgezogen. Und da möchte ich nicht hin. Da will ich einfach nicht hin. Und ich hoffe, dass das bei dieser Impfung natürlich nicht passiert. Aber es ist auch eine relativ rasche Impfung und ich hoffe nicht. Und ein Faktum gab es ja schon während der aufgetreten ist, während dem Impfen in Großbritannien, dass man plötzlich bereits während geimpft worden ist, draufgekommen ist, um Gottes Willen, Allergiker nicht.
Das hat man vorher nicht gewusst. Das hast du bei einem anderen Bild. Ist aber bei den meisten Impfungen so, dass man Allergiker nicht impfen sollte. Allergiker waren nicht in der Ausschließungsgruppe. Es gibt eine ganze Liste von Autoimmunerkrankungen, Schwangere, Kinder, alle möglichen Leute. Allergiker waren nicht drauf. Und jetzt sage ich, Vorsicht, da ist Vorsicht geboten. Ich rufe weder auf, zum Impfen zu gehen, ich rufe nicht auf, nicht hinzugehen, sondern jeder soll sich gut informieren und selber entscheiden. Das ist die Entscheidung. Die Zeiten, wo ich aufgerufen habe für irgendwas, sind ja vorbei, sondern ich versuche zu argumentieren und zu respektieren, dass das ja jeder seine eigene Entscheidung ist. Und es gibt viele, die sagen, bevor ich stirb oder bevor ich einen harten, furchtbaren Verlauf habe mit irrsinnigen Langzeitfolgen, dann gehe ich lieber dieses anscheinend kleine Risiko der Nebenwirkungen ein und aus. Aber dass ich mich vorher untersuchen lassen muss, ob ich Allergiker bin oder ob ich das nicht vertragen werde oder sonst, ist ja völlig klar. Aber wir müssen nur vorsichtig sein. Also eine Stimmung gegen das Impfen würde ich nicht machen, sondern ich glaube, dass das Teil dessen ist, um die Pandemie zu besiegen. Ich hoffe aber so wie du, dass es dann ein Medikament gibt, das war ideal, ein Nasenspray, das ist das Allerbeste. Macht futsch, futsch und die Geschichte ist erledigt. Das geht zwar zu Lasten des Geschäfts der Pharmakonzerne, die werden dann nur mehr mit Nasenspray ein Geschäft machen. Aber jedenfalls das wäre, glaube ich, einer der Punkte, wo ich das unterstützen würde. Ergänzend jenen Politikern aus der ÖVP, die jetzt glauben, sie müssen eine Impfpflicht, einen Impfzwang einführen, denen rate ich einmal, das Geschichtsbuch aufzublättern und nachzuschauen, wer in Österreich den Impfzwang gegen die Pocken eingeführt hat. Im 39er-Jahr gibt es das Jahr, gebe ich mit, um zu wissen, wer gemeint ist. Ostmark, von Deutschland oben in die Ostmark befohlen wurde damals von den Nationalsozialisten, da muss durchgeimpft werden. Ich verstehe ja nicht, wie der Schützenhöfer, der Landeshauptmann der Steiermark, das vorschlagen hat können, weil, wie willst du das umsetzen? Willst du die Leute reihenweise einfangen, dann irgendwo in einer großen Halle hinstellen und impfen, weil sie sich weigert oder weil er impft? Oder wie willst du das kontrollieren? Willst du Leute verhaften und sagen, bist du schon geimpft? Hast du die Impfpflicht erfüllt? Also du musst einmal auf diese Idee kommen und ich war verblüfft, dass der Schützenhöfer auf so eine Idee kommt. Der war bis jetzt eher ein rationalerer Typ, aber das muss ich sagen, das hat mich etwas verblüfft. Aber er hat zumindest einen Medienauftritt gehabt. Aber er wird sich nicht beliebt gemacht haben, weil wie setze ich das um? Wie exekutiere ich das? Ich habe bisher geglaubt, aus eigener Kenntnis, der südsteirische Wein ist etwas Positives. Es sieht sich positiv für die Gedankenwelt aus. Beim Schützenhöfer ist das ja anders gemeint. Endet mit der Impfpflicht. Gut. Vielen Dank für die Diskussion. Wir machen eine kurze Werbepause, sind dann gleich wieder zurück. Es geht dann gleich weiter hier bei uns mit den aktuellen Nachrichten des Tages.